Oh, Alex, Alex, beug dich nach hinten, beug dich nach hinten. Ich mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt, aber ihr wisst, dass ihr eine starke Taschenlampe kaufen könnt. Ja, ich überlege nicht auch eine zu kaufen. Ich habe eine gekauft und hinzugefügt. Oh la la! Das wird so viel besser. Verlierst du dann alle Sachen, die du jemals gekauft hast? Oder nur Nur noch die du mit hast. Ah, okay. Weil wenn wir alle starke Taschenlampe haben, dann lasse ich die normalen Taschenlampen hier. Ja, ich auch. Ich kaufe jetzt nochmal ein Parabolmikrofon. Kann Schall durch Wände und in größerer Entfernung erfassen. Dies ist eine tragbare Version des Schallsensors. Was ist denn der Schallsensor? Da hab ich auch gehört, was Schallsensor? Ist das das der Audiosensor? Ich glaube schon, oder? Haben sie da die Übersetzung weil einfach Schall, vollkommen verkackt? Weil Schallsensor steht hier nicht. Ja, es ist schon der Audiosensor. Mhm. Ja, da steht, ein Schallsensor ist ein... Oben steht Audiosender und Schallsensor, auch nicht schlecht. Sensor, der auch die leisesten Töne und Vibrationen in der Luft hören kann. Diese werden als Diagramm im LKW angezeigt. Faszinierend. Und ich habe immer gedacht, mit einem Schallsensor putzt man das Klo. Das will ich mal sehen, du. Ich komme jetzt bei dir vorbei und dann tust du mir mal mit einem Audiosensor bitte das Klo putzen. Oh mein Gott, ich hab grad einen Korb geworfen. Dann ist der Ball von unten wieder hochgesprungen, von unten durch den Korb wieder durch und hab noch einen Korb geworfen dadurch. Das ist nichts Neues, das hatte ich auch schon. Großartig. Nee. Na doch. Erfreu dich für meinen Erfolg. Ich bin bereit. Ich noch nicht, ich überlege noch, was ich kaufe. Ein Infrarot-Lichtsensor, der sowohl menschliche als auch paranormale Bewegungen feststellt. Wenn er auslöst, wird dann die Beleuchtung... Nee, hab ich das schon? Bewegungssensor hätte ich noch nicht. Ist ja wurscht. Haben wir schon einen Job? Ja, haben wir. Wir haben das Tunnelwood Street House. Also ich nehme mal den Audiosensor mit, starkes. Ich nehme eine Kamera diesmal mit. Ne, wir haben eh eine Videokamera immer da, ne? Ja, also ich habe zwei Fotoapparate, die nehme ich immer mit. Und eine Videokamera habe ich keine. Haben wir ein Thermometer mit? Ich nehme noch eins mit. Also den Infrarot-Lichtsensor lasse ich da. Let's go. Oh, jetzt geht's wieder in den dunklen, feuchten Ladebildschirm. Oh. Da. Gangster's Paradise. It's a Gangster Paradise. Da. Gangsters Paradise. Alter, das ist so langweilig hier auf dem Ladebildschirm zu warten. Gangsters. Mit wem laberst du die ganze Zeit? Mit Daniel im Ladebildschirm. Und da stehst du auf einmal du vor mir. Bist du nicht erfreut an meiner Statur? Tada. Doch, total. Total Bubi Goldberg. Ich wollte schon immer mit Bubi Goldberg Geister jagen. Hey! Ich meine, die hat ja eigentlich Erfahrung. So vom Ghost Nauts von Slam und so. Da. Hallo! Also wir sind auch genial, wir nehmen immer drei Thermometer mit. Das werden auch alle sterben, alle Thermometer weg sind. Wir brauchen ein Foto vom Geist. Ja, ein Foto. Akruzifix? Den Bewegungssensor. Klappt eh nicht. Den Bewegungssensor habe ich daheim gelassen. Ich hab diesmal nur den Audiosensor mitgenommen. Ja, egal. Knie ich mal hin. Ich knie mich sicher nicht hin, du. Boah! Knie hin, hab ich gesagt! Grüße dich, Raphael! Seien Sie gegrüßt, und ja, Servus! Grüße dich, Alex! Grüßt euch! Ja. Nee, du musst die so machen. Hey, Leute! Ich hab einen Hexenschuss. Oh, ja. So, warte mal, wie heißt denn der? Betty Jackson. Hey, wir haben die Betty. Die Betty haben wir heute und die reagiert auf Gruppen und auf jemand alleine.
Yeah! Hast du dich eigentlich jemals gefragt, warum es auf der Innenseite von dem Truck einen Zahlenstoff gibt? Naja, wahrscheinlich... Also ich meine, auf der Außenseite macht es ja Sinn, aber auf der Innenseite ist es... Ich meine... Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Bedienungsleiste. Ein Schloss, der nicht rauskommt. Alter, gib dir die Beleuchtung. Boah, geil. Warum nicht wieder in die Schule? Nein. Die Schule war cool. Hast du einen Schaden? Die Schule war nicht cool. Die war cool. Du kannst mich mal am Arsch lecken, die war nicht cool. Die war mega, das war das Beste. Ich kann dich hier gerne alleine hinschicken, ne? Ich bin ja quasi immer allein unterwegs. Es wird nicht so viel ändern. Ja doch, du hast noch mehr zu untersuchen. Also, ich vergesse schon wieder, dass wir Dings sprechen müssen. Walkie. Ja, das habe ich ja gesagt gerade. Und hier ist die Fernbedienung. Ich Bika walkie. Hey, vielleicht haben wir wieder einen Geist, der im Ding ist, im... Nee, schade, wir haben keinen Autogeist. Gehen wir nach oben. Oh no. Yeah. Was heißt oh no? Nee, oder jemand macht einfach Türen auf. Das war ich gerade. War gerade jemand hinter mir? Nein, ich bin in der Garage. Ich habe gerade Türen hinter Schritte hinter mir gehört. Ja, ich bin in der Küche. Ja, ich bin hinter dir. Leute, wir müssen nach oben. Da war da Daniel schon. Im Keller? Ja. Leute, wir müssen rauf. Es bringt sich nichts, wenn drei Leute mit demselben Gerät dreimal in den Raum gehen. Vorne! Ganz ruhig, oh mein Gott. Hat außer mir noch irgendwo ein EMF wieder? Nein! Nein! Aber wo ist die Treppe? Aber hier gibt's keinen Oberstockwerk, das ist ein Bungalow. Au! Okay, ist die Tür aufgegangen, ich hab's gehört. Ich hab EMF im Gang. Wo? EMF im Gang. Okay. Hier? Ist er doch wieder da hinten in dem Raum? 8 Grad! 8 Grad! 10? Nee. Durchgang. Hier. Genau. Am klassischen Ort. Hinten, nee, hinten auf dem Klo ist er! Hier ist er! Oh, nee, hier ist ein Buch runtergefallen, Geh mal weg, dann mach ich mal Foto. Hier sind 7 Grad. Ja, Tatsache. Im Bad? Oh. Jo, er ist hier, Jupp. Ich hol Kamera und restliches Equipment. Jo, ich komm. Ich sag dann nochmal kurz die Time durch. Wir haben noch 2 Minuten, also alles gechillt. Daniel, kommst du, holst die Voice Box? Ich bin noch beschäftigt. Kann man überhaupt Finger zur Brücke schon? Ah ja, kann ich, weil er das Foto rumgeschnitten hat, gell? Wenn er was kommt, kann ich die Finger drücken. Eigentlich müsstest du es dann sehen, ja. Oh. Wir haben aber unsere Lieblingsaufgabe wieder, Geisterfoto machen. Ja, eindeutig Daniel, der hat das beste Lack damit. Ich hab Finger drauf. Nice, schick. Kann mal jemand von euch schnell ins Bad gehen und mir sagen, ob er ein Spiegelbild im Zimmer, im Spiegel sieht? Ist es dir jetzt echt gerade wichtig, ob wir ein Spiegelbild haben? Nee, ich sehe nur einen Schatten. Ich hol die Leute. Daniel, machst du hinter mir das Licht aus, bitte? Ah, warte mal. Ja, klar. Schau dann gleich mal bitte auf Kamera, wir haben auf nach Orbs. Ja, mach ich noch nicht. Wir haben noch 47. Jo, das wird sich easy ausgehen und so. Vom Haus wärmer als im Haus. Ihr müsst im Bad das Licht ausmachen. Scheiße. Oh, oh Gott, wo kommt ihr denn her? Ja, wir haben gesagt, wir kommen. Hier draußen hat 20 Grad und im Haus hat 18, hat ja, es kann ja auch ein milder Sommer sein. Draußen wärmer als im Haus. Ja, vielleicht haben sie eine Kühlung angeschaltet, Klimaanlage und so, Amerika. Hier hat doch jemand Salz verloren. Es
Das habe ich hingelegt, das ist leer. Also ich schätze mal, nachdem wir nicht die Quest haben, dass wir irgendwas ausräuchern müssen. Wer hat das kurze Fix? Das haben wir nicht dabei. Ich hab leck mich doch an der Marsch. Egal, guck mal, wie weit der Audiosensor reagiert. Hä? Ich weiß nicht, ob das weit ist. Das ist nicht der Audiosensor. Oder? Doch ist er. Ich hab Fußschritte. Ja, das gibt auch Sinn. Unser Sanity geht relativ schnell runter, habe ich das Gefühl. Wir sind jetzt schon teilweise bei unter 90. Ich räucher den Assi aus. Ach stimmt, Journal. Wir hatten, glaube ich, Fingerabdrücke hatten wir. Nur Fingerabdrücke bis jetzt. Oder hatten wir EMF5 auch? Daniel hat mir EMF5. Nee, nur zwei. Muss die ganze Kamera verfeilen. Wir haben bisher nur eine aufgestellt. Ja, ich hab nur eine. Ich hab nur eine mitgenommen. Ich habe ja schon eine aufgestellt. Und zwei hast du dabei, oder? Nein, eine. Hatten wir nicht mal drei? Ja, ich habe zwei daheim gelassen. Wieso? Weil ich nicht alles unbedingt wasten will, wenn ich sterbe. Dann hat es nicht so einen großen Verlust, komm, wenn ich sterbe. Fußabdrücke, Foto bitte. Er ist gerade auch noch unter Daniel reingesteppt. Könnte ich gewesen sein. Ich glaube, wir. Mal. Bist du hier? Antwortet ihr alleine? Auf Leute? Nee, er ist Gruppe. Also sieht aus wie ein Dildo einfach, was wir hingeschmissen haben. Ja, das ist mein. mein Longdong. Der Longdong 3000. Was? Hier, warte mal, ich gebe dir dein Feuer. Hier hast du Feuer, mein Freund. Machen wir nochmal Licht aus und dann, Wie zünd ich denn die Räucherstäbchen an? Du musst Feuer anmachen auf Scholz und dann mit F. Ich glaube, du musst beides einfach machen, oder? Nee, okay. Darf ich mal kurz mit dem Funk versuchen? Dann Räucher. Dürfte ich mal mit dem Funk versuchen? Ja. Oh. Aber hat sie gesungen? Hat sie gesungen? Nee, ich glaube nicht. Aber warte. Ich hab was gesungen. Raphael, hast du die auch singen gehört? Was ist? Aber hey, ich hab dir ein Foto gemacht. Fuck me! Ein Geisterfoto, ich hab eins geschossen. Die ist genau unter mir, unter meinen Füßen aufgetaucht und hat auf am Anfang tü. Oh Gott. Ich hab nur Herzklopfen, ich hab ihn zur Tür und hab mich in die Tür hingestellt, dass ich Foto. Weißt du, und ich bin dann auch noch als Depp in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin in ihr Klo gelaufen. Schaut mal, habt ihr das Foto? Warte, ja, warte. Das ist ein Baby. Das ist ein Kind. Das Baby steht in der Tür. Ah ja, stimmt. Ja. Und es war unter meinen Füßen drunter am Anfang. Hey, cool, dann haben wir eine Mission abgeschlossen. Fahren wir! In irgendjemanden. Nee, wir haben doch nicht alle Beweise. Oder? Wir haben Foto fertig. Ich bin fertig. Alter. Außer mir bisher überhaupt schon mal irgendjemand ein Geisterfoto geschossen? Nee, wir haben es versucht, aber es war immer in dem Moment, wo wir das geblendet ist. Aber, ich mach mal anmerken, ich habe heute das ärgste Glück. Ich gehe in den Raum in der Schule und genau als ich meine Kamera niederlegt, blinkt der Geist vor mir auf. Jetzt bin ich in dem Drecksraum und der Geist taucht unter mir auf. Ja, aber du bist zweimal nicht gestorben, aber ich habe beide Mal ein Foto gemacht. Fuck you! Putzefix.
Haben wir nicht dabei? Haben wir nicht dabei. Motion Sensor, haben wir haben wir nicht dabei. Sensor? Haben wir nicht. Ich habe, wie gesagt, den Audiosensor. Ich habe nur den Audiosensor mitgenommen. Du sparst zu viel. Ich spare nicht, ich bin nur professionell vorgegangen. Ja, aber ja. Aber haben wir keinen Kruzifix dabei? Nee, das hat auch jemand vergessen. Ich habe keinen. Ich habe nie eins gehabt. Ich auch nicht. Ja, dann kaufe ich einfach eins. Okay, Alter, wenn es nochmal passiert, habe ich mir nicht nur eingepisst, sondern auch eingeschissen. Dann lohnt sich wenigstens mal, die Antworen zu wechseln. Nee, oder? Nee, haben wir nicht. Was haben wir denn alles? Einer kann auch mal reingehen und das Licht ausmachen. Ja, dreimal darfst du raten, wer das ist. Warte, ich komme auch mit. Warte, ich nehme mal diesmal eine Kamera mit. Ich bleib hier. Raphael, willst du nochmal Voicebox probieren? Nach dem gerade? Ja, stell dich drauf. Ja. Ich krieg's nicht aufgehoben. Ich kann auch, wenn es ist. Sprich mit uns. Bist du hier? Bist du ein Kind? Ich hab eine Tür gehört. Wo bist du? Zeige dich! Oh Gott. Nö, die will nicht. Ich glaube, hier ist immer eine Tür, oder hier geht immer eine Tür auf. Ich höre immer die Tür. Aber die ist eindeutig da vorne. Daniel, was machst du? Daniel, machst du eine Tür immer auf? Daniel, du sitzt hinten in einem Raum. Ich habe dich dort vorne gesehen. Jetzt komm da raus! Warum saß du denn 3 Stunden in dem Raum? Tür aufgemacht, ne? Aber ich mag mal anmerken, die ist immer so maximal auf 2 teilweise. Ich höre immer neben mir eine Tür auf. Ja, ich auch, aber es bewegt sich keine Tür. Wir hören sie nur. Die Anwesenheit des Geistes anhand einer Bewegungssensor für das Kruzifix können wir nicht machen. Wir brauchen Beweise. Oh, da hat was geflackert, Licht. Aber wir brauchen trotzdem Beweise. Was haben wir? Welche Tests machen wir denn jetzt? Wir müssen ja noch irgendwas machen. Warte, war einer im Bad und hat aufs Buch geschaut? Nee. Da war ein Buch? Da war das Licht aus. Ja, das Buch liegt da drin. Wo ist denn die zweite Kamera? Wir haben keine zweite Kamera, verdammt nochmal! Hey, wenn du keine mitnimmst, dann kauf ich welche und nehme sie mit. Ich kann sie schon mitnehmen, aber ich habe mir gedacht, wenn wir eh schon eine dabei haben, ist das ein kleines Haus. Und jetzt nehmen wir das Walkie-Talkie mit. Weg. Ich kann dich auch so hören. Ich hab mir gedacht, es ist ein kleines Haus, wir haben nie die 3 Kameras wirklich gebraucht. Also nicht mal nur eine mit. Jetzt zum Beispiel könnten wir es gebrauchen. Okay, wir könnten eine Kamera direkt auf den EMF-Reader legen und dann würde ich sehen, was das EMF-Signal ist, weil der liegt jetzt im Bad und keiner sieht ihn. Warum liegt er denn im Bad? Die ist doch eindeutig, die ist doch im Wohnzimmer. Ja, weil du am Anfang gesagt hast, dass die im Bad ist. Dann habe ich revidiert und habe gesagt, nee, die ist woanders, eindeutig. Okay, wir gehen einfach. Warum hört mir denn keiner zu? Vielleicht warst du zu weit, weil die das Walkie-Talkie nicht gedrückt. Das ist auch möglich. Also, wir gehen nochmal rein und... Gehen wir nochmal rein. Wir gucken aufs Buch. Ja, wir gucken aufs Buch. Und, wieso flackert das Licht? Flackert euer auf? Ladies and Gentlemen, haben Sie auch alle Ihre Kameras bereit? Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen uns, wer war das? Ich. Die Tür hab ich zugemacht. Alter, du Assi! Ich hab gedacht, der lebt schon! Leg's mal in den Gang. Das Buch ist leer. Und tu mal den EMF-Reader hier vorne aufs Bett so. Wahrscheinlich die Schritte sind auch hier vorne. Also wird er hier irgendwo in der Nähe sein. Schreib in das Buch! Du hässliche. Schreib in das Buch! Nette, süße, kleine Dame! Nee, da vorne aufs Bett lieber, da ist es tiefer, dann sieht man es gleich besser, oder? Nö, ich glaube, das ist ganz gut, wenn es leuchtet. Ich kann mal schnell nachschauen. Schreib ins Buch, du Sau! Ja, ich glaube, beleidigen oder lass mal aus dem Haus rausrennen. Ich rede jetzt im Bayerischen, dann kann ich mich nicht mehr verstehen.
Wir sollten vielleicht mal schauen. Der neue Trick 217 war schlecht. Ich glaube, das ist eine Sie. Weiß nicht, Jackson oder so? Es ist Betty Jackson. Betty Jackson. Das ist doch eine Sie. Betty Jackson. Na schau, jetzt können wir den im F wiedersehen. Das hilft mir wahrscheinlich nicht. Also, wir haben Fingerabdrücke und das war's. Oh, blink, blink. Oh, warte mal. Ah. Hoffentlich macht das Licht aus, dann können wir Nachtlicht machen. Weiß nicht, was es bringt, aber... Das Licht schaltet sich ja dann von selber aus. Ne, es ist ja tendenziell jetzt gerade wurscht. Wir wissen, dass keine Geister ob's vorhanden sind. Aber was haben wir... Also, EMF... Wieso? Fingerabdrücke. Wahrscheinlich nicht. Oder Geisterbock könnte es, wenn es Ding ganz laut piepst, ist es dann EMF Level 5? Weil als sie aufgetaucht ist, hat das Ding einen vollen Ausschlag. Also vom Piepsen her ist das voll durchdreht. Das kann schon sein, ja. Also es gibt, also der Piepston ist lauter, je höher es ist. Wir können es aber auch sehen, weil es leuchtet dann rot, wenn er auf EMF Level 5 ist. Nee, also aber ich mag es nur, ich will es nur anhängen, weil ich, als ich vorhin da war und mich in die Ecke gekauert habe, nachdem ich einen Heidenschreck erhalten habe, das Ding voll laut zum Piepsen angefangen hat. Ja, aber ich stand ja direkt da neben dem Schreibtisch. Der war direkt neben mir. Ich habe nichts gehört. Der piept aber auch, wenn es nur Stufe 4 oder 3 hat. Ja, aber volle Kanne? Immer. Sobald höher als Stufe 1. Oder ändert sich das nicht? Doch, es wird lauter. Aber ich kann nicht sagen, was volle Kanne ist. Ich habe es nicht gehört. Also wir können auf jeden Fall festlegen, sie reagiert nicht auf die Audiobox. Genau. Sicher? Hatten wir Gefriertemperaturen? Nee. Blöde Frage, wo ist denn das Buch? Also ich gehe nochmal rein und gucke jetzt mit der Audiobox. Irgendwer könnte sich in die Tür stellen oder so, weil ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ja, ich gehe in die Tür. Und rufe ganz laut Betty Jackson. Nein! Ihr könnt beide ins Haus gehen, dann könnt ihr ein Foto machen oder so. Ja, das ist der klar, aber wir haben... Haus abgeschaltet. Ne, die hatte wahrscheinlich gerade großen Bock, einfach Scheiße zu bauen. Okay, ihr bleibt da draußen. Nicht mehr. Okay. Okay. Also ich bleib hier, wenn die Tür zugeht, kann ich noch raus. Kannst du nicht hören. Ist. Und du atme nicht so hinter mir, du. Ich hab gegähnt. Du hast mir verschnitt. Wir atmen angehört in meinem Ohr. Ich hab nur neben meinem Ohr. Ich hab nur so gemacht im Grunde, also so ähnlich. Ich krieg auch nichts. Buch schaut auch normal aus. Kannst du nicht hören, ja. Es ist eine heikle Dame, du. Ja, es ist ein Kind, der kann es nicht schreiben. Warte mal, ich mach mal seine. Ich versuche mit ihm zu kommunizieren. Der Baby ist verlaufen. Ich glaube nicht. Was haben wir denn? Ist ja schon alles. Fingerabdrücke? Wir haben nur Fingerabdrücke. Wir haben nur Fingerabdrücke, bis jetzt sind sonst nichts. Jetzt verschwend keine Fotos! Ihr macht die ganze Zeit, nicht ich. Mach ein Foto. Ich mach Fotos von Salz und von Gegenständen, die wichtig sind. Weißt du, ich mach einmal ein Porträt, vorhin lichten wir uns gegenseitig ab und jetzt werd ich dafür beschimpft. Messen wir nochmal Temperatur. Nochmal Temps, also das könnte natürlich... Daniel ist schlecht geworden, doch nicht zu bremsen. Thunder! Thunder! Egal, ich lasse es sonst liegen. Hat jeder ein Thermometer? Jo! Ja! Hat jeder eine Kamera? Jo! Ja. Dann lasst uns. Lass die Spiele beginnen! Fotos machen! Und wir kommen. Foto! Oh, nee, warte, Lichtplakat, Fotos aus. Foto, aber 5 Grad, 3 Grad, 1,3. 3,8, 4,
3,3, 5,3, 6,2, 7, 4, 4, 4, 6, 3, 6, 3, 8, 3, 1. Das Fendi hat 4 Grad, das kann nicht stimmen. Also wir haben auch keine Minustemperaturen. Sind wir uns sicher, dass die wieder aus diesem Raum kommt und nicht ein Ganggeist ist? Okay, für Gang hat 15 Grad. Ich revidiere meine Anfrage. Betty Jackson. Heißt! Doch, was? Was? Er hat den Namen ausgesprochen, den man nicht aussprechen soll. Oh. Ah. Tschüss, auf Wiedersehen. Betty Jackson. Betty Jackson. Okay, dann kommt mal mit raus. Jo. Du musst nicht darüber sprechen, wir sind hinter dir. Vorwärts. Ach so, ich hab's nicht gesehen. Nein, wir können auch einfach hier stehen bleiben. Dann ist der Weg ins Haus nicht so weit. Aber da drin haben wir keinen Regensound, glaube ich, oder? Ja, das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Ja, nee. Da drin ist aber warm. Ja, also. EMF können wir nicht ausschließen. Spirit Box hat nicht funktioniert. Fingerprint haben wir. Ghost Orb haben wir nicht gesehen. Nein. Sind wir sicher, dass wir keine Ghost Orbs gesehen haben? Absolut sicher. Also, ich habe auch keine Ghost Orbs. Also, ich habe länger drauf geschaut und normalerweise müsste da eine auftauchen. Freezing Temperatures haben wir auch nicht. Also, wir haben EMF nicht nachschauen können. Und was ich nochmal nachprüfen würde, wäre Ghost Orbs. Schau mal den Gang vor dem Zimmer an. Und, Ghost Writing, wir können mal. Nee, der hätte reingeschrieben, das haben wir bestimmt nicht. Ach, keine Ahnung. Also, ich denke, der ist verzwickt. Ist es vielleicht. Okay, gehen wir mal nach einem anderen Ausschlussprinzip und zwar nach den Eigenschaften des Geistes. EMF und Ghost Orb, hätte ich gesagt, könnten noch da sein. Das was wir noch am ehesten suchen sollten. Wo wir uns sicher sind, dass er schüchtern ist. Das haben wir aber auf jeden Fall nicht. Maximal bei circa 3 Grad. Und Phantom. Genau, wir können Gespenst, Phantom und Banshee. Ghost, und wir können den Geist ausschließen, weil wir haben Fußabdrücke. Genau, Dämon, Jurai kann es auch nicht sein. Was zum Fick ist das? Der Geist reagiert auf alle. Der Geist reagiert auf alle. Egal, ob wir zusammen oder Gespenst sind. Verdammt, was für ein Geist ist denn das jetzt? Der ist tot? Also, nach Ausschlussprinzip würde ich sagen EMF, weil du bist der Meinung, was gehört zu haben. Ja, ich bin der Meinung, dass es voll gepiept hat. Das ist also nicht so normal so piep, sondern piep. Okay, ja, was ist das nächste? Dann nehme ich all meine Kameras wieder mit, weil dann kann ich wieder Disco schauen. Ja, dann müssen wir die Kamera, aber die Frage ist, genau. Wo stellen wir am besten die Kamera hin? Stellen wir die Kamera einmal komplett in die in jeden einzelnen kleinen Raum auch rein, damit wir den komplett ablichten? Oder stellen wir den weiter zurück? Nee, Ghost Orbs können es nicht sein. Also wenn sie EMF Level 5 haben, dann können es keine Ghost Orbs sein. Okay. Wir bräuchten... Ich weiß, wo der Geist ist. Der ist bei mir gerade im Stream, weil meine Internetleistung gerade abschmiert. Ich sehe gut, was das ist, dass der Stream gerade angeblich... Ghost Writing oder Freezing Temperatures, wenn wir EMF-Signal haben. Also ich glaube, dass es eine Spirit ist, ehrlich gesagt. Ein Spirit? Weil die ist nicht mega aggressiv. Die hat Fingerabdrücke, die hat keine Freezing Temperatures. Und die Geisterbox funktioniert ja nicht immer und Geisterbuchel ist sie nicht wütend genug. Ja, das können wir einrichten, meine Liebe. Schaufel bitte Feuer auf die Zunge. Nee, ich nehme nicht die Tür, schreie nach. Wie ist meine Sanity? Deine Sanity ist 70%. Ja. Ja. So, muss ich schauen, dass ich ein bisschen leiser bin. aktiviert die 10er. Wenn er drin ist... Dann hat er vielleicht im Geisterbuch geschrieben. Aktivität ist wieder runtergestiegen. Was hat sie ins Buch geschrieben? Daniel, alles gut da drin? Nee, ich frag mich nur.
Daniel, was hast du gesagt? Das war Raphael. Ich wollte die Tür. Ich wollte die Tür. Ich wollte die Tür aufmachen. Ich wollte die Tür aufmachen. Ihr seid scheiße. Ich hab Angst. Ich hab sorry. Ich wollte die Tür aufmachen, aber ich kann es bis heute nicht gescheit hin. Also wir können reingehen mal. Alles zu dritt, dann passiert schon nichts. Schauen wir mal, was sie gemacht hat, weil die Aktivität war hoch. Die ist wahrscheinlich einfach nur sauer. Kein Geister. Nicht ins Buch. Wir hätten auf den Stream schauen müssen, als 10 war. Dann hätten wir sie gesehen, ob der EMF hoch ist. Ja, stimmt. Also dann bleibt der Türrahmen stehen und die restlichen schauen. Sonst kriegen wir kein Signal. Ja, okay. Oder wir tanzen alle im Zimmer rum und schreien ihren Namen. Die wird schon irgendwann kommen. Alter, die hat schon wieder einen vollen Ausschlag gehabt, einen Achter. Oh ja, einmal. Können wir auch irgendwie ausschließen wegen Audiosensoren, weil die scheint ja absolut nichts beim Audiosensor auszurichten. Der Audiosensor tut zwar den kompletten Bereich fast abdecken, aber das Master Bedroom bleibt auf null. Also ist halt doch. Keine Ahnung. Schaut mal, wer auf dem Stream. Ich werde auf dem Stream auch hier auf die Kamera und ich schau mal schnell, ob sie wieder auf mich reagiert, weil die Geister lieben mich. Ja, du bist echt ein Schnuckelchen für die Geister. Allerdings ist das Geist nicht mein Kind und ich bin nicht pädophil, deswegen. Daniel, du bist sicher? Selber noch ein Kind. Daniel, du bist selber noch ein Kind, das spürt der Geist. Ja. Ich hab noch Plätzchen gefunden vom letzten Jahr. Das was? Ich hab noch Plätzchen gefunden vom letzten Jahr. Im Weihnachtsbacken. Nein, ja. Wie er sich jetzt gerade. Wie heißt sie noch gleich? Betty Jackson. Betty Jackson. Gut, nicht, dass ich irgendeinen falschen Namen rufe und sie fragt. Was macht ihr? Vielleicht wird sie ja dann sauer und kommt schneller. Aktivität ist auf null. Frederico! Ich hatte gerade das Gefühl, als ob bei mir Licht ist. Bei mir im Zimmer das Licht geflackert hat, also in echt. Aktivität ist immer noch bei null. Alter, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Assi? Okay, Sound ist aufgetaucht, Aktivität ist auf 4 gestiegen. Hast du ein Foto gemacht? Ich dachte, du warst es. Ihr Schatten stand im Flur. Au. Der Schatten ist auf mich zugeschaltet. Oh mein Gott. Aktivität ist wieder auf 0. Kommode, bis auf vom Schrank. Aber sie hat nichts gemacht. Aktivität ist wieder 0. Ich habe ein schwarzes Bild, wo Geist steht. Es ist nur der Schatten vom Schrank. Ich sehe da nur ein schwarzes Bild. Da steht Geist drüber, aber ich sehe nichts. Ich sehe die Kommode, aber da ist kein Geist daneben. Nee, dahinter ist nur der Schatten. Auf der Höhe vom Schrank. Ich sehe ja ganz leicht. Ah, doch, ganz leicht, das stimmt. Ich lege meine Kamera mal hin. Doch, das stimmt, ganz leicht. Das sieht warte, leg mal hin. Man sieht's aber nicht gut. Warte, leg mal hin, ich will voll spielen. Ich kann mich nicht gescheit hinlegen jetzt. Ja, wenn du davor stehst, ich sehe da die Tür. Also auf dem Foto sieht man es ganz, ganz leicht. Also auf einem. Ich sehe da nur die Haustür von außen. Ja, du musst hinter der Kommode ganz. Da ganz, ist keine Kommode, genau, da ist bei mir nur eine Haustür. Oh. Nee, bei mir ist es drauf, aber ganz, ganz leicht. Scheiße. Kann man. Daniel, was machst du da? Daniel, was machst du? Jetzt könnt ihr die Kamera schauen.
wenn ihr in die Hocke geht. Ja, aber da sehe ich nur eine Tür. Aber da, ja, das sehe ich nur dasselbe Foto, was ihr in meinem Journal habt. Ich sehe da nur eine Tür. Eigentlich. Man hat sie echt gut gesehen. Also ich habe jetzt komisch, nur noch ein Foto. Unterschiedliche Fotos haben. Ich habe auch hier. Nur noch eins Foto. Wer noch vier Fotos haben wobei, kann, die Kamera. Nehmt doch mal meine Kamera hier, ich lege sie mal hin. Und dann könnt ihr euch das Bild mal anschauen. Ja, ich sehe nur eindeutig eine Tür, den Außenhenkel von der Tür und den Knopf. Hinter der Kommode ist... Da ist keine Kommode! Diese weißen Schranktüren. Hörst du mir überhaupt zu? Ich sehe die Haustür. Mehr nicht. Auf der rechten Seite, im Gang, steht da eine Kommode. Da ist kein... Ich sehe. Auf der kompletten... Aus dem Gang im Zimmer. Auf der kompletten rechten... zwei. Perfekt. Oh. Mach mal Nachtsicht. Mach mal. Nee, das ist vier schon, oder? Nee, zwei. Aktiviert es auch auf 2. Sonst wäre es orange. Also Daniel, um dir nochmal zu erklären, der komplette, also bis zur Hälfte... Oh, Geister-Orbs, Leute. Echt, wo? Ich habe noch keinen gesehen. Es ist vom einen Raum ins Klo reingeflogen. Okay, das glaube ich dir mal. Ich sag ja, warum sehen wir immer unterschiedliche Sachen? Poltergeist, es kann nur noch ein Poltergeist sein, Leute. Wir haben ihn. Es ist ein Poltergeist. Sobald wir Geister auf haben, was ist es braucht der Poltergeist noch für ein Beispiel? Für ein, ich glaube, gefriert Temperatur, glaube ich. Er braucht die Spirit Box. Ah, die Geisterbox. Ja, aber der hat doch nicht geredet. Aber vielleicht, schau mal, er hat gerade da hinten, der Geisterbox ist im hinteren gerade Raum, in dem kleinen Kleidungsraum, ist der Geisterbox rüber ins Klo geflogen. Vielleicht ist er auch hinten in dem kleinen Raum. Er hat aber noch nicht viele Sachen rumfliegen lassen. Nur ein Bild, glaube ich, ganz am Anfang. Da war schon wieder Geist drüben im Klo. Ja, genau, es ist von der Wand gefallen. Ja. Stimmt, ich habe es gesehen im Klo, ich habe es gesehen. Ja, ich sehe es auch, ja, im Klo. Also da liegen wir. Das ist schon. Dann ist es fix. Gesagt, wir packen es, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, haben wir einen Poltergeist. Und wir haben ein Foto, den Rest können wir nicht machen. Mhm. Stimmt, also dann, auf. Up and away. Yeah. Ach, ich bin so stolz auf meine Fotos. Daniel und seine Fotos. Jetzt kann ich sie nochmal in groß sehen. Yeah. Die haben wir ja nicht bekommen. $40. Und das mit Geisterfoto. Aber wir haben schon wieder keinen Knochen. Ich habe alles nach Knochen abgesucht. Außer im Keller. Ich habe auch geschaut, aber der war nirgends. Oder kann es auch teilweise sein, dass es den gar nicht gibt. Ja gut, stimmt, es kann auch sein, dass es einfach immer da steht, aber halt nicht immer vorkommt. So, ich kaufe jetzt auch mal ein Räucherstäbchen und auch ein Kruzifix. Ich habe auch ein Kruzifix schon gekauft, ich füge mir gerade mein ganzes Zeug hinzu. Räucherstäbchen habe ich genug, da braucht ihr keine kaufen. Okay. Fotoapparat, Kerzen, Kruzifix, Videokameras, Stative, starke Taschenlampe, Bewegungssensor, Audiosensor, Thermometer und Infrarotlichtsensor. Oh, das arme Kind hat eine ganz böse Wunde am Kopf. Da, hier ist das Foto. Könnt ihr das sehen? Da sehe ich eine Fassade. Da unten. Das war wahrscheinlich das Trauerbild von mir. Nee, dein Bild, was du wahrscheinlich... Was ist auf dem Bild bei euch? Unten? Was ist auf dem Bild hier, vor dem ich stehe? Ja, das sehe ich unten, nicht, weil du siehst... Unten rechts? Da sehe ich einen dunklen Gang. Das sehe ich. Nee, das ist der Außenbereich. Das war ein Foto von mir. Und oben ist bei mir die Tür, was du gesagt hast, ist eine Kommode. Bei mir ist da halt nur eine Tür. Und dann die Wand. Auf dem Foto eventuell. Du musst schauen, auf der Höhe von dem Ding in diesem Schatten, von dem weißen Wandschrank. Daniel, wie oft noch... Daniel, wie oft noch... Bei mir war dieser Wandschrank nicht... Bei mir war die Tür und dann eine Wand und mehr war da nicht auf dem Bild. Das kann nicht sein. Doch, das war so. Ich bin gestanden und ich habe zwei Fotos gemacht. Es sind zweimal sogar dasselbe Foto bei mir. Aber das Problem hatten wir doch schon. Aber Daniel, das Problem hatten wir doch schon immer, dass jeder andere Bilder sieht. Aber ich will, dass sie meinen Geist sehen. Wozu mag ich denn mein Leben wegzuschmeißen? Ich hab da einen gesehen. Warte, Daniel, warte. Ich sehe das Kind und ich sehe den Schatten. Das Bild ist, was ich bekommen habe, oder das Bild war das, was auf der Kamera auch bei mir war, das ich dir jetzt auf WhatsApp geschickt habe. Mhm. Huch! What? Okay. Oh. Okay, so ein Bild habe ich nie geschossen.
Gib mir den Ball. Also ich war selber so. Hätte Raphael fast umsonst geschimpft. Gib mir den Ball! Daniel! Hey! Das klappt nicht. 65. Wo ist mein Ball? Ball. Ball! Wer hat mein Balli? Ich nehme euch die ganze Hey, meine Dose! Ich nehme euch die ganzen Dosen jetzt weg. Meine Dose! Hey, ich hab Ball. Meine Dose! Ich hab einen Ball! Ja, und crash das Spiel einfach, weil wir nur Scheiße machen. Hey, du hast mein... Sag mal, wie viele Bälle haben wir gerade? Ich hab zwei hier. Du hast mir einen Ball geklaut. Hast du auch gerade einen? Ja, ich hatte die ganze Zeit einen Nein, ich hab... Da steht jetzt euch wieder ein. What? Okay. Weil ich hab die gebunkert. Und dann hattest du plötzlich auch einen. Huh? Hey, wo ist mein Ball hin? Den hab ich gefangen. Hey, der wäre durchgegangen. Yo, der ist wieder durch. Ich werde sie alle fangen. Ich hab keinen Ball mehr. Das schaut irgendwie ungesund aus, was du da veranstaltest. Ja, vor allem dann, du beugst noch so rüber und schaust voll auf die Titten einfach. Oh, oh, Alex, beug dich nach hinten, Sicherlich hast du was. Ja, Raphael muss es sehen. Alter, das ist schon sowas von falsch. Okay, der Stream ist ab sofort... Daniel, mach mal so. Der Stream ist ab sofort ab 18. Ja, ich merk schon. Kontaktlinse verloren. Hey, Daniel, ja. Guck mal, ich hab deine Dosen. Dose. Jetzt hast du sie nicht mehr. Jetzt hab ich sie. Die Raphael, lass mal Dose. Dose. Nein, Daniel hat eine Dose. Ich hab auch eine. Guck mal, was ich hab. Wo ist die Dose hin? Ja, ich hab alle Dosen. Alle geilen unter diesen drei Gegenständen. Ich hab alle drei Dosen. Ich hab alle drei Gibt Dosen. Gibt es noch irgendetwas, was hier lose ist? Was man vernichten kann? Nein. Ja, das allerbeste, das mit Abstand beste waren diese Bücher, die rumgelegen sind, mit denen ich rumschmeißen konnte, als ich tot war. Oh, das war so amüsant. Alter, fucker, das war so gut. Das war der Horror pur. Daniel, das war so... Das war so gut. Du, der draußen im Van war. Weißt du, er ist draußen im Van, du so voll der Horror. Ja, hallo, das Buch war auf einmal im Zimmer. Also im Van. Ich hab Alex über das Walkie-Talkie sprechen gehört. Ja. Und ich wusste schon, sie kommt näher und dann habe ich nur das Buch genommen. Und dann, oh! Ja. Ich hab genau auf die Tür gerade geschaut, da kommt gerade das Buch rausgeflogen. Ich dachte nur, oh fuck, jetzt rollt es auf, jetzt kommt der Stuhl noch hinterher und das Telefon und irgendwas. Ich muss mir das dann später anschauen, wie das ausgesehen hat. Wisst ihr, auf einer anderen Perspektive. Wenn es irgendwann einen Modus gibt, wo man Geister auch spielen kann. Oh ja, das glaube ich nicht. Der möchte nicht mit Daniel spielen. Also wo man auch, wo es nicht um sowas geht, oh, wie hier Farming und so, sondern einfach so ein Spaßmodus, wo Freunde gegen einen Geist, der auch ein Freund ist, sozusagen spielen kann und der Geist halt vielleicht wenig sieht oder sowas oder nur bestimmte Zeiten was sieht oder so auf sein Hören auch achten muss und alles. Oder wo es drauf ankommt, dass der Geist eben nicht auf sich aufmerksam macht, also dass er wirklich versucht, unentdeckt zu bleiben. Genau, entweder er tötet alle, dafür muss er halt einen bestimmten Modus aktivieren, oder er er muss schauen, dass er nicht erkannt wird, was für ein Geist er ist. Das ist eine... Geist töten, da kann man auch bei Daylight spielen. Eine Geistervariante von Among Us. Ich meine, du kannst bei Dead by Daylight ja dauerhaft töten, aber sozusagen, dass du da nur, wie er, bestimmte Punkte hast, ab denen du sozusagen genug getriggert bist, dass du jagen kannst. Und dauerhaft töten kannst, ja. Das wäre... Schau mich nicht so böse an. Wer schaut dich denn... Warte mal. Und kreuz ist offen. Ohlala. Ich will mitmachen. Ich sehe nichts, ich sehe nur den Deckenbutton.
Wir fahren mit unserer Polonaise. Hör auf, meine Man-Titties anzumachen. Deine Man-Titties? Ja, ich bin hier der einzige Man. Boah, das finde ich nicht okay, wie du über Raffi redest. Boah, Raffi, beug dich mal nach hinten, ich will auch zu dir kommen. Beug dich mal nach hinten. Nach hinten! Nicht nach vorne. Okay, das wird sehr unanständig. Oh mein Gott! Ah! Was macht ihr? Alter, das ist auch schon. Das hätte ich aufnehmen müssen. Oh Gott. Hey, warte mal. Egal. Warte, Daniel, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, Daniel. Nein, Leute, beug dich mal leicht dahin.